Na, alle wieder glücklich? Ich hoffe doch. Space Voyage. Oh, je suis le voyage. Le lalueur voyage. Ich weiß nicht, was Genus in Französisch alles ist. Oh, geil. Ich sehe jetzt gerade, dass du da auch noch nicht mal mit einer Feder lang kannst. Die wollen dir auch... Also, ich weiß nicht, manchmal gönnen sie dir bei SMW ja die Butter auf dem Brot nicht, ne? Manchmal musst du dann einfach so ein Level wie das hier einfach ohne Feder machen. Oh mein Gott. Ich bin der Meinung, dass ich das einfach mal so ein bisschen hinten anstellen könnte. Weil ich genau sowas irgendwie gerade nicht so wirklich möchte. Ich weiß nicht. Ich gebe noch einen Try und dann gucken wir mal rein. Party Pub Crawl, Alter. Los geht's. Moin. Oh, das Lied ist auch so ein bisschen, ich möchte so cool sein wie das Moon-Theme von DuckTales, aber es ist einfach nichts so cool wie dieses Moon-Theme von DuckTales. Es geht einfach nicht. Es ist einfach faktisch unmöglich. Geht nicht. Ich meine, ja, wir sind nah dran, ne? Aber wir sind nicht da. Oh mein Gott, ey. Ey, du hast ja auch ein bisschen übertrieben. Ich... Oh. Oh, kennt ihr das, wenn ihr so 1000 Impressionen habt auf einmal und dann alle nicht mehr richtig und wichtig sind? So von wegen, ja, guck mal hier, da leuchtet sowieso alles, kümmern wir uns mal nicht drum. Das ist so das Problem, wenn man zu viel Arbeit hat, ne? Dann macht man einfach gar nichts mehr. Das habe ich hier auch. Hier habe ich einfach zu viele Geschosse und dann denke ich auch, ja, ist mir eigentlich auch egal. Ob die mich jetzt treffen oder nicht, komm. Ich muss irgendwo auf mich selber auch noch achten, nicht wahr? Können ja so eine Strichliste führen. Strichliste, Hammerbruder erledigen, Eib. Ich sehe die Sachen halt auch nicht, ne? Das ist das Ding. Ich nehme sie einfach nicht mehr wahr. Aber als kleiner Mario den Schiss hier zu machen, das ist ja auch nicht wirklich unbedingt schlau. Oh. Wie wird mir? Wie wird mir? Wisst ihr übrigens, was ich in meinem ganzen Leben nicht hingekriegt habe? Custom Skins zu benutzen bei Super Bomberman 64. Ich hab's einfach nicht hingekriegt. So, Arschlecken jetzt. Space Voyage ist jetzt zu Ende. Ich lade nochmal hier rein. So. Und dann gehe ich mal woanders hin. Zack, zack, zack. Hoch. Warp. Ja, das mache ich erst, wenn ich dafür bezahlt werde. So, dafür braucht man ja eigentlich Monatsobolus, ne? Für so einen Scheiß hier. Das muss man doch einfach auch mal sagen. So von wegen, ja, ne? Ist ja eigentlich ganz lustig, aber eigentlich lassen wir es auch. Okay. Ich habe hier unten noch eine Agenda zu erfüllen. Und wisst ihr was? Ich gucke jetzt erstmal in Lunar Magic rein. So, da läuft die Musik einfach weiter hier. Matt Baron. Wo war das? Allgemeine Dateien? Nee. Ich habe da irgendwo mal angefangen hier. Ich habe hier alles. Ich habe Merch, ich habe Musik, ich habe alles. Aber ich habe hier kein Lunar Magic. Da ist es. Gut, alles klar. Ich bin gleich für euch da. Ich verstehe auch so Streamer nicht, die einfach so ihre Ordnerstruktur zeigen vom PC. Das würde ich einfach niemals machen. Nö, das hat einfach niemanden zu interessieren, wie ich das hier alles benenne. Nein, nein, nein. So, Hex 2020 MSQ. So. Dann gucken wir mal. Ich gehe mal auf die Overworld. So, und das kann ich euch ja jetzt eigentlich zeigen. Warte mal. Da kann ich euch mal einfach so demonstrieren, dass ich das hier nicht hinkriege. Guck mal hier, da haben wir die Overworld, ne? Guck mal. Hier ein klein, hier ein bisschen in größer. So sieht das aus. Und dann muss man sich erstmal zurechtfinden hier. Okay, Brudi. Da, der Level ist es. Den da, den wollen wir haben. Die Frage ist, wie kommen wir da hin? Da ist ja auch kein Green Switch, nicht wahr? Wo ist der Green Switch? Das ist die Frage, Freunde. Wo finde ich den? Den müsste ich ja eigentlich hier irgendwo ausstaffiert haben, ne? Das heißt, irgendwo sollte man den noch finden. Da. Seht ihr das? Da oben ist er. Im Schokoladenland. Na siehste. Dann haben wir uns doch, haben wir doch die Infos, die wir haben wollen. Wir müssen ins Schokoladenland. Ja. Einmal hier lang und so. Warte mal. Schokoladenland. Ist das hier nicht? Warte mal, was war das jetzt? Ich guck noch mal rein, warte mal.
Ich bin eigentlich da. Also das hier ist der Level, da müsste eigentlich der Switch sein. So. Okay, Kinder, ich zeige euch jetzt mal, wie gut ich in Lunar Magic hantieren kann. Achtung, jetzt nochmal für euch. Hier, zack, guck mal. Da ist so viel schwarze Fläche, das wird alles nicht gebraucht. Alles nicht. Alles Quatsch. Seht ihr das? Einfach alles Unsinn. So, minor Spoiler übrigens für euch alle. Mach mal bitte die Augen zu. So, one level must be selected to use this. I try. So, hier. Habe ich jetzt ein Level selected? Ja. Guck mal. Jetzt zeig mir mal. Level number to use for this file. Level 1. Leute, das ist doch nicht Level 1. Level 1 ist das. Na dann. Okay. Gut. Dann gucken wir mal hier rein. Ich suche jetzt Level 1. So. Guck mal, das ist jetzt hier wirklich. So funktioniert's, Freunde. Guck mal, hier haben wir Level 1. Display Message Level 1. Secondary Entrance. Ja. So, dann machen wir uns mal hier die Dinger hier auf. Guck mal hier. Leute, jetzt spoilern wir einfach volle Möhre rein. Einfach mit beiden Händen. So, da oben wäre theoretisch, hier seht ihr es, Secondary Exit to 1. To D8 oder was? Was ist das für ein Blödsinn hier? Nein, mal ehrlich. Wie soll das gehen? Ich muss jetzt erst den grünen nicht, sondern erst den roten aktivieren. Okay, alles klar. Das heißt, ich muss jetzt wieder auf die Overworld. So. Okay. Dann suchen wir mal den roten. Wo haben wir den denn? Ach, du ahnst es ja nicht. Der ist ja hier. Oh Gott, wie soll ich denn da hinkommen? Na, hören Sie mal. Ich habe das doch gemacht. Ich war doch unterwegs, dass ich das gemacht habe. Ich habe doch... Warte mal. Bevor ich jetzt Rudi Völler wieder anrufe. Das wird schon ein bisschen kompliziert hier gerade. Findet ihr nicht auch? So, okay. Das ist hier die Knechtungsbagage. Da müssen wir nicht unbedingt hin. Hier. Da, guck mal. Ich muss hier eigentlich nach unten. Aber es passiert nicht. Wieso... Das ist doch alles bekloppt. Okay, warte mal. 1E. Wo haben wir denn hier noch mehr von diesen Sterndingern? Nirgendwo offensichtlich. Das kann doch nicht sein. Ich muss... Warte mal. So, ich guck mal hier jetzt rein. Na, zack. Ach so, ihr seht das gerade nicht. Hier, Vollbildaufnahme. Zack, moin. Wir gucken uns jetzt mal Level 1D an. Findet ihr schön, ne? Einmal so schön in die Höhen und Tiefen von Lunar Magic reinmeddeln. Ja, hier, Exit to Level 173. Das brauchen wir ja nicht. Das ist ja Quatsch. Ich könnte ja einfach diese ganzen schlechte Witze-Level einfach alle rausnehmen. So, Level 31. Hier, guck mal. Ich war der Meinung, dass ich da hingegangen bin. Ach so, ja, warte. Ja. Ich müsste ja jetzt hier Secondary Exit D to 1D. Oh Mann, ey, ihr macht es mir nicht unbedingt leicht. Ja, da oben ist es Secret Exit. Okay, alles klar. Dafür brauche ich den grünen... Ach, boah. Ey, dann musst du Professor Layton langsam anrufen, ne? Damit das hier alles funktioniert. Nee, also, ich muss irgendwie hier hin. Warte mal, ich lass mir mal die Wege anzeigen. Wieso komme ich denn da unten nicht jetzt hin? Was ist das für ein Warp hier? Kann man sich den mal angucken? Teil 1, links da in Pipe-Tiles. Oh, Leute. Oh, Leute. Das ist mir zu kompliziert hier. Weil da müsste ich nämlich genau wissen, wie die das miteinander verknüpft haben. Und das kann man nicht einfach mal so Pi mal Daumen rausfinden. Nee, das geht nicht. Ich müsste jetzt mal gucken, wo finde ich denn jetzt mal noch ein paar neue Sternchen, ne? Ja. Ich will ja eigentlich dahin. Hier haben wir einen Stern, den haben wir schon genommen. Das da haben wir auch gemacht. Das ist eine andere Star Road. Und da kommt hier dieser Yoshi-Schwachsinn bei raus. Ja, das bringt uns aber nicht weiter. Ja, da unten ist noch ein Stern, ne? Der gehört aber zu dem hier. Das ist der Yoshi-Schwachsinn. Ja, okay.
Es wundert mich doch stark, dass ich hier jetzt nicht runter darf. Hätte ich eigentlich gedacht. Weil das für mich am meisten Sinn macht. Dann kann ich nämlich den roten Switch aktivieren und dann komme ich da oben auch lang. Dann kann ich den grünen aktivieren und fertig sind wir. Aber nö, offenbar machen wir das nicht. Machen wir einfach nur den Mount Mushroom. Mushroom jetzt hier. Ja. Oh nein. Ich liebe dieses Lied nicht. Die Cheetah-Man sind wieder da. Gehört zu den Cheetah-Man nicht eigentlich auch eine Frau? Aber warum... Warum sind denn hier schon wieder so grüne Boxen einfach ausgegraut? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe diesen Hack einfach von vorne bis hinten nicht. Was soll ich denn machen? Was erwartet das Spiel von mir? Bitte, formuliert Handlungsoptionen. Ich bitte doch darum. Ich werde hier ein bisschen weich in der Birne, ne? Ich muss hier... Ich habe euch ja gezeigt, was wir machen müssen. Das macht alles vorne und hinten keinen Sinn. Warum sollte ich denn... ja, so grüne Boxen wie die hier haben? Ohne, dass ich das bisher aktivieren konnte. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Ey, komm, mach keinen Witz jetzt. Oh, Leute. Slow clap. Ich glaube, ich schreibe dem rein, dass seine Witze nicht gut sind. Ich meine, dein Level-Design ist okay. Aber, bitte. Einfach keine Wortbeiträge mehr. Ist für uns alle der Beste. Lass einfach bleiben. Lass einfach sein. Einfach hingehen und sagen, weißt du was? Ich habe hier ja so meine 2-3 Minuten der Lustigkeit gehabt. Lass ich jetzt sein. Ich habe gemerkt, das ist nichts für mich. So Sachen, nee, das ist einfach... Ja, und es tut mir auch leid, dass wir heute wahrscheinlich keinen Progress haben, weil ich die ganze Zeit in Lunar Magic rumgehampelt habe. Aber ist einfach auch mal drin, ne? Dann ist das so. Wir haben ja beim letzten Mal fast die komplette Special Road gemacht. Da ist ja auch schon mal ganz viel getan worden. Da kann man auch mal einen Tag nehmen, wo man nicht so viel macht. So ist das auch. Das ist... Okay, nochmal. Danke. Da kann man doch schon mal einen Tag rausnehmen, wo man nicht so viel macht. Das macht man im echten Leben ja genauso. Sagt man einfach, ja, ich habe heute ja schon eine Menge gerissen. Ne? Ich lass, glaube ich, mal bleiben hier heute, ne? Ja. Oh, das war gut. Das war gut. Ich sollte mich für Pachinko anmelden, glaube ich. Ah, ja. Und wie ist bei euch so? Habt ihr Spaß am Leben? Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, wenn ich so streame. Da bin ich ja irgendwie 5-6 Stunden in Mario drin. Und warum... Warum klappt das? Warum sage ich nicht von vornherein so, Leute? Wisst ihr was? 2 Stunden Mario und danach Sauna. Warum denn nicht? Das wäre doch eigentlich auch mal eine Idee, oder nicht? Ist das eigentlich ein Remix oder ist das wirklich im Cheetah-Man-Song drin, so wie ich es jetzt hier gerade höre? So schlecht ist das Lied nicht. Kommt, Leute. Kommt schon. Da tun wir denen Unrecht. Action 52, Freunde. Bestes Spiel EOW. Das könnte ich eigentlich auch mal wieder spielen. Action 52. Wie teuer war das Spiel damals? Mehrere hundert Dollar, ne? Das sind ja 52 Spiele. Da kann man schon mal für löhnen. Ich glaube, das ist auch so in den Top 10 der schlechtesten Spiele, die je gemacht wurden. Naja. Ja. Action 52. Ich guck mal gerade rein. Leute, wir haben heute einen Minecraft-Part. Das hatten wir beim letzten Mal auch schon. Action 52 Price. So, auf geht's. Was hat das gekostet?
Da, Price Charting. Action 52 Preis NES. Bei eBay, $156. $146 jetzt. Komplettpreis. Preis nur Spiel? Nee. Also wenn, dann will ich alles. Ach so, warte mal, da steht High Price, $199, äquivalent zu $374 in 2019. Da führt uns ja jetzt gerade in ganz schön große Abgründe, ne? Das ist 1999 rausgekommen und hat da $199 gekostet. Und $199 in 1991 sind heute $374 wert? Oder was wollen die mir hier erzählen? Also, was ist das denn für eine Statistik? Das ist doch... Also... Das glaube ich bisher nicht. Das ist ja ein bisschen irreführend, ne? Als wenn man das so vergleichen könnte. Ja, weißt du was? Der Dollar... Das, oh Gott. Nee. Das ist mir gerade so... Das ist mir viel zu fatalistisch, gerade darüber nachzudenken. Nein, 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 nein. Ich finde, dass das alles nicht so richtig ist. Da sollte man eigentlich mal gucken, ob das alles stimmt. Quiet Riot. Ich habe alles verloren wieder. Mein Yoshi von 1991 ist heutzutage auch nichts mehr wert. Oder ist das Spiel im Wert gestiegen? Oder ist der Dollar im Wert gefallen? Kann man ja beides relativ schnell nachprüfen, nicht wahr? Aber nicht mit den Recherchemitteln, die mir hier gerade zur Verfügung stehen, glaube ich. Ja, ich glaube, das ist... Nicht so richtig. Okay. Das kickt mich hier gerade gar nicht. So, Midway Point, Alter. Jetzt. Jetzt sind wir da. Ja, cool. Morton's Note. Hey, I stole the gold tape, so you can't go on. I also took the gold sphere up ahead. Or at least I think I did. Das ist eigentlich auch schon eine geile Strategie, finde ich. Einfach das Ziel wegbauen. Einfach abmontieren. Ja. Tschüss. Aber nicht. Es gibt kein Ziel mehr hier. Au, oh, richtig geil. Just jump on and it will move in the direction it's pointing. It's so simple. Even green dinosaurs could do it. Aber geile Umsetzung, ne? Okay. Mal gucken, wie schlimm das wird. Ja. Ja, das ist in Ordnung. Ach komm, was springt der zweimal? Frech. Na gut, warte mal. Jetzt habe ich eine Chance, mein Item hier zu holen. Seht ihr, ich mache heute ein bisschen länger, ne? Nur für euch. Weil ihr so Schätzchen seid. So, bounce er an der Wand auch ab? Weiß ich nicht. Okay, runter. Ja, tut er. Nein. Ja. Okay, hier wird's nochmal richtig wild. Und, komm, hier haben wir noch einen Exit, oder nicht? Morton! Gib mir das zurück! Du schuldest mir was! Zack! Nur für mich! Weil ich so ein fescher Typ bin, haben die gesagt, komm mit, hier, nimm einfach mal. Hier ist Exit. Ja, hat Maddie sich einfach genommen mit beiden Händen, zack, Exit, hier. Gelber Punkt in der Mitte bedeutet, wir sind fertig.